Hallo, grüß dich. In diesem Video geht es darum, wie du als IT-Experte, Softwareentwickler, jemand, der schon sehr gut ist in seinem Fach, in seiner Programmiersprache, egal ob das jetzt Python ist, Angular, Frontend, Backend, Fullstack, Maschinensprachen, völlig egal, ob du dich spezialisiert hast auf Datenbanken oder auch generell einfach ein sehr guter Techie bist und noch gar nicht dich wirklich in eine Richtung wirklich bewegt hast, dieses Video oder spezialisiert hast, dieses Video ist super relevant für dich. Wenn du insbesondere noch angestellt bist oder auch schon Freelancer und einfach auf diese freelance.de oder sowas in diesen Portalen dich rumbewegst und immer wieder quasi von Headhuntern verfolgt wirst, die sich dann einen guten Cut rausnehmen und du letztendlich dann mit einem Stundensatz von 65 Euro oder noch weniger dann letztendlich netto ja, für dich übrig bleiben am Ende des Tages. Ich habe jetzt schon mehrfach erreicht, dass ich letztendlich einen IT-Experten, Softwareentwickler an die Hand genommen habe und über einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren dahin geführt habe, dass er letztendlich bis zu 50.000 Euro im Monat Umsatzvolumen, Nettoumsatzvolumen für sich generiert mit maximal 1 bis 2 Angestellten. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran bei diesem Video. Ich werde dir hier ein paar Sachen zeigen. Grundprinzipien vom Kopf her, vom Mindset, die für dich relevant sind und wichtig, die du verstehen musst. Und wenn du dann einfach Bock hast auf mehr, dann lade ich dich herzlich dazu ein, hier einfach dir einen Termin zu holen. Ich muss mal kurz das Fenster zumachen, das ist etwas laut da draußen. So, grundsätzlich muss man müssen verstehen, wie ist denn der Werdegang überhaupt von A bis Z. Also, du startest letztendlich hier, ja, das ist dein Startpunkt oder auch die sogenannte Ist-Situation als Person, ja, das bist jetzt du in dem Fall, ja, mit deinem Laptop. Ja, und du bist jetzt irgendwie, programmierst irgendwo was und verdienst so sagen wir, deine 45.000 bis 80.000 Euro im Jahr und da kommt dann am Ende so 3.000 bis 4.000 netto raus. Das ist so deine Ist-Situation. Und das ist die Zeitleiste. Ja, und das hier ist sozusagen in 1 bis 2 Jahren. Ja, und dein Ziel ist es hier 50.000 Euro im Monat. Umsatz netto zu verdienen. Letztendlich müssen wir verstehen, dass wir das Ganze natürlich unterteilen in mehrere Schritte. Na, dann wird es nicht ganz so undurchsichtig und die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach an Mut verlierst oder dich verirrst auf dem Weg dorthin, ist auch etwas unwahrscheinlicher. Das erste ist mal, wenn du noch Angestellter bist, dass du dich erstmal selbstständig machst. Als erstes verkaufst du dich in der Regel mit Stundensätzen. Also, das heißt, du meldest dich einfach bei diesen ganzen Portalen an, freelance.de oder wie es alles, Upwork und so weiter, gibt es irgendwie so 5 oder 10, 20 Portale. Je nachdem, ob du mehr Frontend oder Backend bist oder wie auch immer. Und da wirst du immer irgendwelche Leute finden, die dann auf dich zukommen. Nicht nur Headhunter, auch Headhunter, aber auch Direktunternehmen werden auf dich zukommen. Das Problem ist, dort ist es in der Regel erwartet, dass du deine Stundensätze angibst und das ist eben limitiert. Warum? Weil die Vergleichbarkeit ist dort eben am allerhöchsten. Das heißt, jeder kann dich vergleichen, jeder potenzielle Kunde kann dich vergleichen mit allen anderen auf der Plattform und generell, wenn er einfach googelt, was ist der durchschnittliche Stundensatz für Angular mit 3 Jahren Erfahrung, dann kriegt er irgendwie ausgespuckt, hier 85 Euro die Stunde. Ja? Okay. Das heißt, du sagst jetzt, okay, was ist so der normale Werdegang vom Angestellten zum Selbstständigen, Freelancer, zum Selbstständigen, dann Unternehmer, letztendlich um deine eigene ja, Softwarebude sozusagen aufzubauen, deine eigene IT-Agentur oder was auch immer du genau vorhast. Der nächste Schritt wäre dann letztendlich, dass du sagst, okay, der nächste Schritt ist, ja,
Das hier ist Stundensatz, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Stundensatz ist der erste Schritt. Ja, der nächste Schritt wäre dann Tagessatz. Also was machen Systemhäuser, IT-Agenturen und so weiter? Die machen dann den Tagessatz. Ne? Die rechnen Tagessätze ab. Also selbst große Agenturen, große, ja, McKinsey haben Tagessätze. Ja? Meistens von 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Je nachdem, der Junior Consultant weniger wie der Senior Consultant und so weiter. Also ich kenne mich mit den Preisen sehr gut aus, weil ich seit Jahren mit großen Systemhäusern und Consultancies von A bis Z wirklich durchgearbeitet habe. Also ziemlich alles, was es da draußen gibt, auch direkt mit Softwareherstellern, die dann wiederum Consultant eigene Töchtergesellschaften haben und so weiter und so weiter. Also die ganzen, was es da alles gibt an Pricing, Methoden, Techniken und so weiter, Optimierungen. Wie dem auch sei, kurz zusammengefasst, der nächste Step, der traditionelle Step, ist Tagessatz. Das heißt, du bist dann hier schon, hast schon Angestellte, schon größere Firma und so weiter und rechnest dann über Tagessätze deine Projekte ab. Der nächste Step ist dann, so jetzt bräuchte ich mal eine vernünftige Farbe hier, ich will natürlich keine rote Farbe machen, weil rot ist die Farbe der Dominanz und wir wollen ja, wir wollen lila. Der nächste und das höchste Level ist dann Paketpreise. Und zwar am allerbesten, wenn du wirklich ein hohes Level hast von dem, was du kannst und sehr confident bist, ergebnisorientierte Paketpreise. Warum ergebnisorientiert? Weil natürlich du eventuell viel schneller fertig bist, als es in der Regel geplant ist. Und das ist schon das eine, was wirklich super, super wichtig ist zu verstehen. Fast alle größeren Softwareprojekte, mit denen ich jemals zu tun hatte, und das waren Dutzende, die ich begleitet habe als Consultant, als Berater, als Programmierer ganz früher, oder als Vertriebler generiert habe für meine Kunden. Also ich war letztendlich Programmierer, zuerst Kaufmann, dann bin ich Programmierer geworden, dann Consultant, Berater und dann Vertriebler, Marketing-Experte. Und das bin ich bis heute. Und das ist ziemlich jedes Softwareprojekt, das irgendwie mal angefangen wurde, oder auch jede Entwicklung einer komplett neuen Software, also nicht nur einfach Softwareprojekt, dass man sagt, wir haben hier eine Standardsoftware wie SAP, Salesforce, Adobe und so weiter und wir bauen das weiter aus, erweitern das, machen einen neuen Release-Upgrade oder ziehen das rüber. Es sind auch Greenfield, einfach eine komplett neue individuelle Software entwickeln, egal was es ist. Es dauert immer länger, als man es eigentlich geplant hatte. Wenn du aber jetzt auf ein Level kommst und das habe ich schon mit einigen Softwareentwicklern geschafft, dass du letztendlich immer schneller fertig bist, als es eigentlich geplant ist. Also genau das Gegenteil. Dann bist du in der Lage und meistens ist es auch, wenn du noch kleiner bist, ein bisschen leichter, dass du ergebnisorientierte Paketpreise anbietest. Das heißt, du lässt dich für dein Ergebnis bezahlen und sobald das passiert und du so gut bist, dass du letztendlich immer früher fertig bist, als es eigentlich geplant ist, hast du natürlich hier einen gewissen Hebel. Okay, das war mal so zum Grundverständnis und die Sache hat nur einen Haken und der Haken ist, dass das Ganze in der Regel viele Jahre dauert. Ne? Also es kann 5 bis 10 Jahre dauern, bis du sozusagen auf diesem Level dann angekommen bist. Ja? Und jetzt male ich nochmal was auf, wie das Ganze viel schneller geht. Wahnsinnig heiß, ich muss jetzt erstmal hier.